Und, was meinst du? Scharfe Sache. Sowas aber auch. Wen haben wir denn da? Das sind ja dick und doof. Frisst! Staub! Brummbärchi, wach auf! Brummel, schnell, du musst aufwachen! Nee, ich darf, ich will noch schlafen. Oh nein! Ketchup? Das! Hör auf damit! Hör auf! Hey, was hast denn du da getan? Verflixt, ich stecke im Treibsand fest. Ah, so ein Pech aber auch. Da kann man doch wirklich brummig werden. Also schön. Ja! Beastly! Rummel! Was macht denn ein Glücksbärchi hier draußen? Ich, wollte anderen Wesen helfen und sie glücklich machen. Also gut, schön. Ich habe die Abkürzung genommen, um Honig zu holen, und jetzt stecke ich fest. Kannst du mir hier raushelfen? Meint ihr, ich soll dem Glücksbärchi helfen? Ich helfe lieber mir selbst und hol mir den Honig. Danke für den Honig. Der schmeckt total bienenlecker. Das kannst du nicht machen, Beastly. Komm zurück. Hilf einem Glücksbärchen hier raus. Pech gehabt, Brummbärchi. Jetzt hängst du fest. Machen wir uns einen Regenbogen. Und Lob, hey, du schaffst das schon. Frechheit, so ein Lärm und verschämt. Hey, Beastly, wir versuchen hier zu proben. Was soll das? Ihr könnt so viel proben, wie ihr wollt. Aber ich werde ebenfalls proben, verstanden? Du willst proben? Wofür denn? Ich hab ein paar lustige Sachen, die eure langweilige Show etwas aufregender machen werden. Oh nein, was machen wir jetzt bloß? Eins ist mal sicher. Die Show muss weitergehen. Ihr habt sie gehört. Los, weiter geht's. Hallo, ihr Piepmütze! Oh, ist ja gut, Vögelchen. Beruhigt euch wieder. Beastly und Beastly, hört auf damit. Hey, die Bude! Beastly! Sterne. Ich möchte nicht auf die Bühne. Was ist, wenn Beastly wiederkommt? Ha. Beastly kann dir nichts tun, Kleines. Naja, mir hat er wehgetan. Ich gehe nur raus, wenn du mitkommst. Also schön. Was macht man nicht alles für die Kunst? Der Regen. Ein Gedicht. Die Regentropfen fallen herunter, tippidi-tappidi in das Gras. Ich höre sie tropfen und platschen. Das macht Spaß. Wuff, wuff. Mein Hund macht buffidi-buff, wie schön. Sein Bellen mag ich sehr. Mein Hund mag Regen, so wie ich.
Vielleicht sogar noch mehr. Hey! Ja, wo kommt denn der Regen her? Also bei mir regnet es nicht. Beastie, hör auf damit! In 0, nichts kenne ich Benefers Geheimnis. Ja, es gibt überhaupt gar nichts, womit er uns aufhalten kann. So! Jetzt rumbärchen! Jetzt Glücksbärchis! Glücksbärchis! Und jetzt sehen wir mal, wer der Geist von Benefer wirklich ist. Es ist... Das sind die Beasties. Ruhig jetzt, haltet die Klappe. Ha. Nur ich verstehe, was sie sagen. Ihr werdet nie rausfinden, warum sie es gemacht haben. Weil ich ihnen gesagt habe. Warum hast du das gemacht, Beastly? Ich habe einen alten Fremdenführer gefunden, in dem was von Benefers Geheimnis stand. Aber als ich ins dunkle Tal kam, war Brummbärchi da. Geh nicht in das Tal. Der Gruselbär ist da. Er wartet auf dich. Brummbärchi hat sich Gruselfilme angesehen und da hatte ich einen Plan. Ich verkleidete die Beasties als Benefer mit falschem Fell und großen Bärchitatzen. Dann gab ich ihnen den Herzchenstab. Danach sprühte ich überall Kirschgelatine umher. Ich wusste, das würde Brummbärchi verrückt machen. Nicht gut, Beastly. Das war gar nicht gut. Ich musste dafür sorgen, dass Benefer Brummbärchi erschreckt. Ich wusste, er würde allen davon erzählen und nie wieder ins dunkle Tal kommen. Dann würde Benefers Geheimnis mir gehören. Mir allein. Nicht schlecht, Beastly, aber du hast ein paar Fehler gemacht. Ach ja, zum Beispiel? Falsches Fell ist nicht wie richtiges Fell. Jedes Bärchi erkennt sofort den Unterschied. Und Bärchi-Pfoten können wunderbar bremsen. Die Pfoten hast du aus Stoff gemacht. Die waren so schön weich und kuschelig. Das war ganz angenehm für die beiden Beasties, oder? Es hätte so schön klappen können, wenn ihr mir die Sache nicht vermiest hättet. Jetzt werdet ihr wohl das Geheimnis von Benefer lüften und alles für euch behalten. Hör mal, Beastly. Benefers Geheimnis ist für alle da. Wirklich? Was ist es? Was ist es? Mir nach, Bärchis. Gut. Jetzt geht's los. Pushy Heavy! Ganz ruhig, meine Kleine. Wir regeln das. Macht's gut, ihr Verlierer! Weißt du nicht, wie mal so ein Ding fliegt? Ich dachte, du weißt das. Kuschelhäsi! Ich glaube, das ist nicht dein Kuschelhäschen. Der Notfallstrahler! Bring uns runter! Ich kann nicht! Oh. Hilfe! Oh. Oh. Beastly! Hey, du hast mich erschreckt! Ich habe gesehen, dass du das Rennen gestern gewonnen hast! Ja, es war ziemlich knapp. Ziemlich knapp? Gewonnen ist gewonnen. Jetzt mach aber mal halblang, Sonnenscheinchen. Du hast es verdient. Sei nicht so bescheiden. Aber es ist nicht gut, überheblich zu sein. Das ist doch nicht überheblich. Das ist Stolz. Ich verstehe, was du meinst. Und jetzt sprich mir nach. Ich habe das Bärchi-Wettrennen gewonnen. Ich bin der Beste. Ich habe das Bärchi-Wettrennen gewonnen. Ich bin der Beste. Was? Ich kann ihn nicht hören. Los, mach mal lauter. Ich hab das Bärchi-Wettrennen gewonnen, ich bin der Beste. Lauter! Ich hab das Bärchi-Wettrennen gewonnen, ich bin der Beste. Lauter! Ich hab das Bärchi-Wettrennen gewonnen. Und? Ich bin der Beste. Ha! Und, fühlt sich das nicht gut an? Ja, du hast recht.
Und jetzt, Sonnenscheinchen, zeig den anderen, dass du der Beste bist. Du kannst es, also zeig's auch. Danke, Beastly. Manche Bärchen sind ja so leicht zu steuern.